wird das Schnitterinnenfest gefeiert. Und du siehst es vielleicht draußen, wenn du spazieren gehst, je nachdem, in welcher Region du wohnst, dass die Felder gerade in vollem Korn stehen oder schon abgeerntet sind. Das heißt, das ist eines von vielen, von mehreren Erntedankfesten. Und das ist das Fest der Kornernte. Und das wurde traditionell, ich weiß nicht, in welchen Gegenden gefeiert und ob das hier so einen großen Raum hat. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, einfach zu überlegen, was das auf unser Leben übertragen nochmal bedeutet, einmal diese Dankbarkeit natürlich reinzubringen und auf der anderen Seite auch diesen Zeitpunkt zu nehmen und mir so ein paar Reflexionsfragen zu stellen, die ich einfach mitgeben möchte. Also, wo kann ich jetzt in dieser Zeit einen Schnitt setzen in ein zu viel in meinem Leben? Ne? Diese Fülle von Ernte, diese Reife, und manchmal ist es überfordernd oder überbordend. Wo ist es gut, jetzt einmal einen Schnitt zu setzen? Und was ist nicht mehr stimmig in meinem Leben? Wo möchte ich einen Schnitt setzen? Wo möchte ich in voller Dankbarkeit mich davon verabschieden und sagen, okay, das war gut, wie es ist, aber jetzt ist diese Zeit einfach vergangen. Ich möchte jetzt einfach da den Schnitt setzen. Genau, das gebe ich dir einfach als Reflexionsfragen mit und als kreativen Impuls. Ich habe hier unterwegs so Kornähren gesammelt und da lade ich dich ein, wenn noch Ähren zu finden sind in deiner Gegend jetzt, das kann ja sein, dass es schon abgeerntet ist, dann nimm dir doch ein, zwei vom Spaziergang mit und guck die dir genau an, studier sie, nimm sie mit in deinen Art Journal. Du kannst entweder die Kornähren zeichnen oder zeichnerisch erkunden. Du kannst aber auch Farbstudien daraus machen und auch ein bisschen ins Detail reingehen, dir Strukturen angucken und dich einfach davon inspirieren lassen, was diese Kornähren hergeben an Inspiration. Du könntest zum Beispiel diese Muster der Ähren, wie die miteinander verzweigt sind oder sowas, aufnehmen und dir ins Art Journal einfach dazu schreiben. Was möchte ich loslassen? Wo möchte ich einen Schnitt setzen? Wo ist was zu viel in meinem Leben? Und jetzt gehen wir einfach wieder an den Schreibtisch und ich nehme dich mit in mein Art Journal. Vorher zeige ich dir kurz, ich hatte diesen Impuls schon mal in einem älteren August Art Journal. Die Seiten zeige ich dir und ja, bin gespannt, wie dich der Impuls inspiriert und wie du ihn umsetzt. So, du siehst hier mein August Art Journal von 2021. Da habe ich den Impuls schon mal reingebracht. Und auch mit der Frage, wo kann ich einen Schnitt in das zu viel reinsetzen? Wo bin ich dankbar und wo kann ich Nein dazu sagen, zu dem, was nicht stimmig ist? Und ich habe damals hier eine Kornähre reingezeichnet, oder zwei sogar, Gerste und Weizen. Genau, ich habe ja hier auch welche mitgebracht und habe mich so ein bisschen an den Farben orientiert und zu der Zeit habe ich gerade das Buch Essentialism gelesen und da war dieser Ausspruch less but better, also weniger, aber besser. Und meine persönlichen Sachen, die habe ich nicht direkt in diese Zeichnung reingeschrieben. Erstens muss ja nicht jeder lesen und zweitens fand ich das auch eine ganz interessante Art und Weise der Gestaltung und der Umsetzung. Ich habe mir hier so einen Extrazettel genommen und habe hier meine Sachen draufgeschrieben. Kann ich mal gucken hier so. Also das ist so ein, ich mache den mal andersrum auf, weil ich möchte immer noch nicht, dass jeder das liest. Genau, also hier ist ein Zettel, wo auf der Rückseite einfach meine Sachen draufgeschrieben sind. Die habe ich dann wie so ein kleines Los zusammengefaltet und habe hier, einen Schnitt ins Papier gemacht, wo ich das dann hier so reinschieben kann und ich dann im Nachhinein auch wieder rausholen und nachlesen kann. Also jetzt von vor 3 Jahren kann ich es immer noch lesen und es hat nichts an Aktualität verloren. Also ich könnte eigentlich fast genau
naja, nicht ganz, ein paar Sachen ist mir der Schnitt tatsächlich gelungen. Aber das Leben passiert ja in Spiralen und man hat ähnliche Themen immer wieder. Genau, also das hier als ein Beispiel der Umsetzung. Ein bisschen Text, ein bisschen Zeichnung. Ich bin gespannt, was heute dabei rauskommt. Das nur zur Inspiration. Heute beginne ich damit, dass ich mit Bleistift erstmal hier ganz locker, und das muss nicht unbedingt lesbar sein, auf diese Seite schreibe, welche Gedanken mir zu dem Thema Loslassen, einen Schnitt machen, zu viel in meinem Leben kommen. Und durch dieses Schreiben entsteht so eine gewisse Hintergrundtextur, die wird nachher wieder überdeckt. Das heißt, du kannst da wirklich aus dir rausschreiben und deinen gedankenfreien Lauf lassen und das auch gar nicht irgendwie zensieren oder dir Sorgen machen, dass das am Ende dann jemand liest. Hier habe ich jetzt ein paar Gedanken niedergeschrieben und ein paar Mini-Erkenntnisse gehabt. Und jetzt nehme ich mir einfach einen Pinsel wieder und beginne das mit Farbe zu überarbeiten. Was du auch machen kannst, ist, dass du einfach Collage-Papier drüber klebst. Vielleicht mache ich eine Kombination aus beiden. Ich habe hier so eine tolle Collage-Sammlung, die farblich auch ganz gut zu meinem Korn passt. Das fand ich ganz schön. Also, müsste ich mich ein bisschen drüber. Ich mag da dieses Ocker so gern. Ich kann das entweder komplett überdecken oder nur stückweise. Ich gucke einfach zwischendrin, was es braucht. Nutze ich hier so alte Buchseiten, um die drüber zu kleben, weil die von der Farbigkeit her ganz gut zu meinem Korn passen. Und was jetzt bei mir beim Schreiben hier rausgekommen ist, bei diesem schnellen Showschreiben, nein, hier unten steht es noch, man kann es vielleicht ein bisschen lesen, ist ein neuer Platz. Das heißt, wenn ich immer wieder die gleiche vom gleichen Platz aus das Leben betrachte, immer die gleiche Perspektive einnehme, dann kann keine Veränderung stattfinden. Und manchmal fangen Veränderungen schon an mit der Veränderung im kleinsten Detail. Und für mich bedeutet das, ich habe jetzt entschieden, mir einen neuen Platz zu suchen. Einen neuen Arbeitsplatz, einen neuen Sitzplatz in unserer Küche am Tisch. Und mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Aber das möchte ich jetzt hier festhalten. Also meine Erkenntnis zum Thema Schnitterin und Loslassen.